Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Heute möchte ich mit euch zusammen Softeis machen, und zwar, um genau zu sein, die Sorte Erdbeer. Ich habe bisher auch noch nie Softeis gemacht, das wird ja mit einem Eiweiß gemacht. Da war ich immer ein bisschen skeptisch, ob das denn alles so ja, gesund ist. Ja, da gibt es ja viele Bedenken bezüglich Salmonellen und sowas. Da war ich ja jetzt extra auf dem Markt und habe mit der Frau gesprochen, und sie sagte mir, sie hatte die erst morgens geholt. Also sind sie jetzt von, ja, sind sie jetzt quasi einen Tag alt, und die Eier werden also sehr frisch, und deshalb werde ich das jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, es klappt alles. So, jetzt kommen wir auch schon zu den Zutaten. Wir brauchen ein Eiweiß, 25 Gramm Zucker und 150 Gramm gefrorene Erdbeeren. So, dann fangen wir jetzt auch schon mit dem Softeis an. Als erstes brauchen wir Zucker, den müssen wir pulverisieren. Und zwar 25 Gramm. Das 10 Sekunden auf Stufe 10. Dann kommen jetzt 150 Gramm gefrorene Erdbeeren dazu. Das waren ein bisschen viele Erdbeeren. So, 150. Und die müssen wir jetzt zu Mousse verarbeiten. Und zwar 30 Sekunden. Auf Stufe 8. Und das wird wirklich sehr laut. Also wieder mal eure Familienmitglieder vorwarnen. So, jetzt ist das Ganze auch schon fertig. Jetzt kommt das Eiweiß dazu. Das müssen wir jetzt einmal ganz kurz verrühren. Kurz heißt 5 Sekunden auf Stufe 5. So. Und jetzt kommt der Schmetterling rein. Und dann müssen wir das Ganze nochmal. Jetzt kommt nämlich der Clou, weil jetzt müssen wir das ja schlagen. Und zwar 2 Minuten auf Stufe 4. Hoffe, danach haben wir Softeis. So, jetzt bin ich gespannt. Boah, das ist richtig heftig. Also ich muss ehrlich sagen, als ich da vorher reingeschaut habe, dachte ich, das wird niemals Softeis. Und jetzt habe ich wirklich Softeis. Ihr könnt das ja auch gerade sehen. Ja, jetzt nehme ich mal mein Schmetterling raus. Boah, das ist echt heftig. Und jetzt werde ich das mal in eine Schüssel füllen. So. Also wirklich, softer geht's nicht. Echt mega geil. Da freue ich mich drauf. Bin jetzt auf jeden Fall ziemlich gespannt und traue mich drauf. Es riecht auf jeden Fall echt mega nach Erdbeeren. Boah. Ich habe selten so gutes Softeis gegessen. Also, das ist wirklich himmlisch. Das wird es jetzt auf jeden Fall öfter geben. Richtig lecker. Ja, also, Softeis müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das ist ja wirklich ein Traum. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen und ihr werdet das alles nachmachen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren.
Kommentaren berichten, wie es euch geschmeckt hat. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und über einen Daumen nach oben natürlich auch. Und auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, davon habt ihr natürlich auch Vorteile, dann verpasst ihr keine Videos und werdet immer per E-Mail benachrichtigt. Ja, ich werde jetzt mein Softeis weiter essen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.